Zuschauer. 22.16 Uhr haben wir es heute Abend live und in Farbe im zweiten deutschen Fernsehen. Klasse, dass Sie wieder mit dabei sind zu diesem Thema. Trumps Anhänger sagen, findet euch endlich damit ab, ein neuer Präsident macht eben eine neue Politik. Aber so einfach ist es nicht. Denn dieser US-Präsident möchte nicht nur das Spiel gewinnen, er will auch die Spielregeln ändern und bis dahin beleidigt er schon mal die Schiedsrichter. Nach 3 Wochen im Amt legt Donald Trump jetzt im Streit mit der Justiz, mit den Hütern der Verfassung. Die macht einen US-Präsidenten zwar ziemlich mächtig, aber nicht allmächtig. Kann er mit einem Federstrich also die Bewohner von 7 Nationen aussperren? Und bringt er damit seinem Land und der Welt mehr Sicherheit? Oder lehrt er uns etwas anderes? Das fragen wir uns und unsere Gäste. Julian Reichelt ist neuer Vorsitzender der Bild-Chefredakteure und klagt an, die deutsche Kritik an Trumps Einreisestopp ist verlogen. Unser Deal mit der Türkei ist viel unmenschlicher. Matthias Platzek, der SPD-Politiker und Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, sagt: Wir haben uns die Welt schön geredet. Trump ist ein Wecksignal. Peter Rau, der amerikanische Politikberater, unterstützt Trump. Wir werden eine amerikanische Außenpolitik in der Tradition von Ronald Reagan erleben. Josef Bramel, der Politikwissenschaftler, warnt, wenn der neue Präsident die Gewaltenkontrolle aushebelt, ist die Freiheit weltweit bedroht. Deborah Feldman. Für die US-Autorin ist klar, Donald Trump wird des Amtes enthoben werden. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Und Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, stellt fest: Wir leben gerade in der gefährlichsten Epoche seit dem Ende der Sowjetunion. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und ein herzliches Willkommen nochmal aus der Runde, liebe Zuschauer. Tja, dass dieser US-Präsident keine Scheu hat, sich mit Kritikern, mit politischen Gegnern anzulegen, mit anderen Ländern, mit den Medien anzulegen, das hat er bewiesen. Jetzt legt er sich offensichtlich mit der Justiz an. Matthias Platzek, ehemaliger SPD-Vorsitzender, Chef des Deutsch-Russischen Forums. Glaubt Donald Trump, dass er über dem Gesetz steht? Man kann zumindest aus diesen Sätzen, die er da formuliert hat, zu so einer Einschätzung kommen. Ich weiß es nicht. Ich bin auch vorsichtig, jetzt schon irgendwelche abschließenden Urteile treffen zu wollen. Kulturell entspricht er überhaupt nicht dem, was ich für möglich gehalten habe. Das verhehle ich nicht. Das hätte ich mir vor 5, 6, 7 Jahren nicht mal im Ansatz gedacht, dass so jemand Präsident der USA werden könnte. Aber ich glaube, interessanter als jetzt jede einzelne Handlung, noch sind es ja Dekrete, die auch noch nicht umgesetzt sind, die noch nicht in Gesetze gegossen sind, in Verordnungen oder was auch immer politisch dann nötig ist. Als uns daran aufzuhalten, fände ich spannender, die Frage zu stellen, er ist ja gewählt worden. Was ist eigentlich passiert? Was passiert im Moment auf dieser Welt oder seit einigen Jahren? Wir haben Angst vor, oder gewisse Bedenken oder Ängste, dass Marine Le Pen Präsidentin wird. Wir haben Herrn Orban, wir haben Frau Csütörtök in Polen, wir haben den Austritt Großbritanniens aus der EU. Da passiert ja was auf der Welt. Und die Frage uns mal zu stellen, auch ein bisschen selbstkritisch, was ist schiefgelaufen, was ist falsch oder nicht gut gelaufen, das fände ich viel produktiver, als uns jemanden aufzuhalten, wo wir im Moment noch nicht richtig wissen, was da eigentlich rauskommt. Und glauben Sie, dass man das noch nicht richtig weiß? Also ich glaube sehr wohl, dass man das noch nicht richtig weiß. Dass, okay, dass wir da noch, ich will nicht sagen im Nebelstochern, die ersten Dinge versuchen wir ja herauszufinden. Das ist nichts Monokausales, mit Sicherheit nicht. Aber ich denke mal, wenn man die Ebenen, und das sind mehrere Einflussgrößen, die Ebenen runterbricht. Ich mache sehr viele Veranstaltungen, wo viele Menschen sind. Da erfährt man auch sehr viel. Und dann ahnt man, kriegt man eine Ahnung davon, was im Moment in den Gesellschaften so passiert. Ich sag mal, seit 2008 der entfesselte Finanzkapitalismus, den wir nicht gebändigt haben. Zweitens auf europäischer Ebene, dass man das Gefühl hat, dass man nichts mehr zu sagen hat, weil alles woanders entschieden wird. Oder wenn wir es auf unsere Ebene in Deutschland runterbrechen, dann hat man zum Beispiel auch so eine Frage, die einem richtig frontal gestellt wird. Bringt das noch was, wenn ich wählen gehe? Das heißt, die Erotik der Demokratieerlebung haben wir durch zu viel Verrechtlichung, durch zu viel Verwaltung der Demokratie
zu weit entfernt von den Menschen? Und das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir, und dazu gehöre ich, zu denen gehören, die diese Demokratie als die Überlebensversicherung für uns, diese offene, liberale Demokratie als Überlebensversicherung bezeichnen, dann müssen wir uns jetzt wirklich Gedanken machen, was ist eigentlich passiert, was geht vor, dass wir am Ende mit solchen Problemen zu tun haben, wie sie jetzt Donald Trump verursacht. Das ist, glaube ich, die wichtigere Frage, als uns an ihm aufzuhalten. Das spricht ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, nicht nur der besorgte Politiker, sondern vielleicht auch der alte DDR-Oppositionelle aus den Poren. Aber dazu werden wir noch kommen. Neben Ihnen sitzt Peter Rau. Sie sind Politikberater. Sie haben Trump unterstützt. Das tun Sie immer noch, weil Sie mit und für die Republikaner kämpfen, Herr Rau. Sie haben in Washington jetzt diese Richterschelte auch erlebt und die Auseinandersetzung um das, was Donald Trump mit dem Dekret losgetreten hat. Wenn sich ein Präsident nicht hinter die Justiz stellt, wer dann? Naja, zum Ersten möchte ich sagen, dass es von europäischer Seite auch jetzt ein Abkommen mit Libyen gibt, das beinhaltet, dass Flüchtlinge, wenn sie im Mittelmeer aufgefangen werden, wieder abgeschoben werden nach Nordafrika. Es gibt auch einen Deal mit der Türkei. Zu den Inhalten kommen wir noch. Ich frage jetzt nur nach dem, was formal geschehen ist. Nämlich, ja, formal steht ja, einen Richter zu beschimpfen, zu sagen... Na gut, 2010, 2011 in der wichtigsten Rede in Amerika, der State of the Union Address, wo der Präsident Obama aufgetreten ist und vor einer Vollversammlung Republikaner und Demokraten, Abgeordnete und Senatoren Rede haltet. Da sind immer die Richter des obersten Gerichtshofes anwesend. Sie sind immer politisch abseits, sie bleiben neutral. Mhm. Und Barack Obama hat im zweiten Satz sie frontal angegriffen, weil ihnen Citizens United eine Entscheidung zur Wahlfinanzierung nicht gepasst hat. Am nächsten Tag hat es in der New York Times geheißen, gut, das ist revolutionär, das ist ein Tabubuch, aber inhaltlich hat er ja recht, also stehen wir zu ihm. So, ich glaube, hier gibt es ein bisschen einen Doppelstandard. Mhm. Und wir werden sehen, wie jetzt dieses Gesetz durch die Bundesberufungsgerichtshöfe sich durchmacht und wie es im Endeffekt beim obersten Gerichtshof entschieden wird. Und wenn es herauskommt, dass das Gesetz, dass dieses Dekret nicht rechtskräftig ist, dann wird es der Präsident zu akzeptieren haben. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht hier eine Vorverurteilung zu stellen. Es ist noch immer im Gerichtshof und das wird sich ergeben, wie es dann herausschaut. Die Frage ist, ob er sich an dieses Wort dann hält. Wir müssen ganz schnell noch erklären, warum Sie so perfekt Deutsch sprechen. Ihre Mutter ist Österreicherin und hat Ihnen das im schönsten Sinne des Wortes mit in die Wiege gelegt. Genau. Und genauer damit gesagt Kärntnerin, also das hört man vielleicht noch mehr heraus, aber aus Österreich. Genau. Bei uns ist Deborah Feldmann. Sie sind New Yorkerin und sind seit 2 Jahren hier in Berlin, Frau Feldmann. Hinzusagen darf ich auch noch, dass Sie eigentlich Bernie Sanders-Fan waren und sind und am liebsten ihn gewählt haben. Bleiben wir noch mal bei dem, was gerade in Washington passiert. Trump lädt im Grunde jetzt auch auf der Justiz schon die Verantwortung dafür ab, falls es zu irgendeinem Anschlag kommen würde. Kann das Richter kalt lassen, glauben Sie? Nein, das ist aber ein Teil eines Musters. Ich möchte gerne was dazu kommentieren, was Sie gesagt haben, Herr Rau. Heute ist eine Sammlung in Washington passiert mit Donald Trump und die Sheriffen in den Vereinigten Staaten. Und die Sheriffen haben über die zivilrechtliche Vermögensverfall gesprochen. Und ein Sheriff hat Präsident Trump gesagt, dass es einen Senator in Texas gibt, die das gerne abschaffen würde oder es gerne irgendwie ändern würde. Hat Trump gesagt, also gib mir mal seinen Namen, lass uns seine Karriere zerstören. Und das ist kein Doppelstandard, das ist hier kein Whataboutism, das ist auch nicht Druck machen oder beschimpfen, das ist rachesüchtig. Das ist was ganz anderes, als was Obama getan hat. Das ist eine andere Kategorie und wir müssen wirklich diesen Druckmuster angucken. Das ist nicht nur für Richter, das ist alle, die in irgendwelchem Amt sitzen, das sind Firmen und Menschen, die keine besondere Rolle haben, aber die Bürger in Amerika sind und dann werden sie, weil der Präsident irgendwas gesagt hat, online beschimpft, gestalkt und sie fühlen sich bedroht. Also das ist kein normales Verhalten, auch für einen Alltagsmensch, also egal, Präsident. Julian Reichelt sitzt neben Ihnen. Sie sind Vorsitzender der Bild-Chefredakteure. Herr Reichelt, die Medien zu diskreditieren, haben wir in der Zwischenzeit von Donald Trump schon erlebt. Glauben Sie, dass es ihm auch gelingen wird, die Justiz zu diskreditieren? Auf jeden Fall versucht er es gerade, aber ich muss sagen, dass
nach allem, was ich beobachte, wir tatsächlich gerade eine Sternstunde der Demokratie und Gewaltenteilung erleben. Weil? Wenn ich mir die Auflagenzahlen der New York Times anschaue, dann sprechen die da vom Trump-Bump, von einem Riesenzacken nach oben, weil die Menschen sich sehnen nach guter Information, nach vertrauenswürdiger, vertrauensvoller, hart recherchierter Information. Wenn ich mir anschaue, dass ein Bundesrichter im Staat Washington, von dem wir alle noch nie gehört haben, der von einem Konservativen, der in Deutschland nicht besonders beliebt war, nämlich George W. Bush, nominiert wurde, im Alleingang dem US-Präsidenten sagen kann, das, was du da machst, ist so nicht in Ordnung und das muss jetzt juristisch überprüft werden, dann ist für mich die Message erstmal nicht, dass Amerika am Ende ist, sondern dass in Amerika die Gewaltenteilung funktioniert, die Medien im Moment einen fabelhaften Job machen und Amerika ganz sicher nicht am Ende ist, sondern gerade erlebt, was in der Demokratie, glaube ich, ganz wichtig ist, eine Herausforderung. Wir haben eben in dem Beitrag gehört, dass Donald Trump jetzt den Machtkampf oder den Kampf mit der Gewaltenteilung, mit der anderen Checks and Balances provoziert. Den provoziert nicht Donald Trump, der ist systemimmanent in unserem System. Das ist das, was täglich passiert. Deswegen heißt es auf der einen Seite Gewalten und auf der anderen Seite Teilung. Und die stehen manchmal im Widerspruch zueinander. Und das ist genau das, was unser System soll. Und ich glaube, wir sehen gerade, dass kein Land auf der Welt bei allen Fehlern, bei allen Missständen mit Sicherheit das immer noch besser hinbekommt als die Vereinigten Staaten. Und ich glaube, da sind wir manchmal ganz gut beraten, bevor wir sie belehren, bevor wir ihnen sagen, bei euch ist die Freiheit am Ende, bevor wir in so einen Widerstandssound verfallen, dass wir jetzt alle aufstehen müssen, weil sonst die Demokratie übermorgen in den USA zu Ende ist, ein bisschen zu schauen, was bei uns los ist und von Amerika zu lernen. Wie gesagt, dass ein Richter dem mächtigsten Mann der Welt sagen kann, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt geht es in die Berufungsrichter und dann geht es zum Supreme Court. Und wenn der Supreme Court entschieden hat, dann wird Donald Trump sich dem nach meiner Prognose ganz klar stellen und sich ganz klar danach richten. Ich habe zumindest bisher nichts gesehen, was dagegen sprechen würde. Egal wie beunruhigend ich seine Relativierung von Richtergewalt finde, das finde ich in keiner Weise gelungene Formulierungen. Aber bisher sehen wir, das System ist extrem belastbar und funktioniert unter extrem hohem Druck sehr gut. Wolfgang Ischinger ist bei uns. Sie sind, Herr Ischinger, einer der erfahrensten Diplomaten. Sie sind Jurist, Sie waren Botschafter in Washington und in Großbritannien. Wenn Sie auf diese Regierung schauen, wenn Sie auf diesen Präsidenten schauen, was ist da Ihr erster Gedanke? Ist das Neugier, ist das Spannung oder Anspannung oder haben Sie Sorge? Ich habe große Sorgen. Ich teile die Sorgen, die viele haben. Es gibt, man sagt ja gerne, es gibt Good News und Bad News. Wir haben sehr viel Bad News aus Washington gehört in diesen letzten Monaten und Wochen. Ich teile aber die Meinung von Julian Reichelt, dass das, was sich hier juristisch gerade abspielt, eher zu den Good News gehört. Das ist die Bestätigung, dass anders als vielleicht in Peking oder auch möglicherweise in Moskau, in Washington das so ist, dass die Macht der Exekutive verfassungsrechtlich, verfassungstraditionsgemäß beschränkt ist und ihre Grenzen an dem findet, was die Richter entscheiden. Ich sehe überhaupt keinen Anlass zu Panik, dass hier das amerikanische Verfassungsgefüge sozusagen ausgehebelt wird. Ich glaube, wir gehen auch zu weit, wenn wir Herrn Trump unterstellen, dass er das will. Der will sein Wahlprogramm umsetzen. Und dann wird er sehen, wie weit er damit kommt. Und er möchte dabei offensichtlich nicht behindert werden. Ja. Sie haben Ende November noch gesagt, Herr Ischinger, dass Sie glauben, dass das auch alles ausgehen könnte wie damals mit Ronald Reagan. Dass man am Ende sagen würde, das war ein guter Präsident für die Vereinigten Staaten von Amerika und für die Welt. Glauben Sie das immer noch? So weit würde ich jetzt nicht gehen. Zu der Prognose würde ich mich jetzt nicht durchringen. Aber ich glaube, ich würde gerne einen anderen Punkt machen. Dass sozusagen kategorische Querbeet sich aufregen über jede Mitteilung aus Washington, selbst wenn es um die Frage geht, ob Trump abends im Bademantel das Fernsehen anguckt oder ob er keinen Bademantel hat, das ist für sich genommen keine Politik. Also wenn Sie mich fragen, was ist jetzt unsere Politik, dann würde ich sagen, wir müssen uns nicht einbilden, dass es jetzt unsere Aufgabe ist, die Rolle der Amerikaner zu übernehmen und zu entscheiden, ob man den Trump in 2 oder 4 Jahren wieder wählen wird. Das entscheiden die Amerikaner. Die wählen. Wir reden hier wir auch nicht über Bademäntel, sondern wir reden über Checks and Balances. Ja. Funktionieren die in Ihren Augen also in bisher, Amerika? Bisher, glauben Sie, dass er sich über sie hinwegsetzt? Bisher über den funktionieren Kongress? Sie. Was nicht funktioniert hat in den USA, das geht aber weit vor die Trump-Ära zurück, ist,
das gedeihliche Zusammenarbeiten im Kongress. Die Demokraten und die Republikaner haben leider eine frühere Tradition des gemeinsamen Entscheidens, dort wo es wichtig ist, hinter sich gelassen. Diese Polarisierung ist ein trauriges Kapitel der jüngeren amerikanischen politischen Geschichte. Die kann man aber nicht Herrn Trump anrechnen. Ich glaube, für uns ist das Wichtige, dass wir Politik machen. Und Politik machen heißt, sich aufs Wesentliche entscheiden. Wir müssen überlegen, was sind eigentlich unsere strategischen Interessen gegenüber den USA. Das machen wir sofort. Auf die müssen wir hinkommen. Und lassen uns, machen wir sofort und lassen uns trotzdem noch mal, liebe Zuschauer, man will es ja verstehen, erklären, was da in Washington eigentlich passiert ist. Und dazu fragen wir nicht irgendjemanden, sondern Dr. Josef Bramel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und ich finde klasse, dass er heute bei uns ist. Herr Bramel, einen schönen guten Abend. Wenn ein Richter eines Bundesstaates in Seattle sagen kann, mit einer einstweiligen Verfügung stoppt er ein Dekret, das in ganz Amerika Gültigkeit haben soll. Wie geht das? Ja, das ist die große Frage. Trump hätte die weniger eloquent gestellt, wie Sie das gemacht haben. Genau dem wird das abgesprochen. Da geht es jetzt nicht nur um die Gewaltenteilung auf horizontaler Ebene, also zwischen den Richtern, dem Kongress, den wir auch nicht vergessen dürfen, und dem Präsidenten, dem Oberbefehlshaber, sondern auch noch die Vertikale zwischen den Einzelstaaten und dem Bund. Und ich glaube, Trump hat schon Argumente auf seiner Seite zu behaupten, dass er als Oberbefehlshaber für die nationale Sicherheit zuständig ist. Da, denke ich, könnte er letztendlich, wenn das Ganze dann auf die Bundesebene gehoben wird, auf den Supreme Court, dann doch am längeren Hebel sitzen. Was er aber jetzt gemacht hat, die Richter lächerlich zu machen, ich glaube, das kommt auch nicht bei den Supreme Court-Richtern so gut an. Wenn es nämlich darum ging, die eigene Raison d'être zu verteidigen, da haben sich schon auch die Richter während der Amtszeit George W. Bush auf die Hinterbeine gestellt. Da, glaube ich, war er nicht so gut beraten. Er müsste wohl das eine oder andere weniger loszwitschern, weil das vielleicht auch dann bei diesen Verhandlungen mit reingezogen werden kann. Wer hätte das letzte Wort, wenn es ein Urteil der Richter gibt und wenn es das Wort des Präsidenten gibt? Wer hat das letzte Wort? Gut, der Präsident hat sich an die Urteile des obersten Gerichtes zu halten. Wenn er es nicht täte, dann wäre das eine veritable Verfassungskrise. Dann könnte übrigens auch der Kongress einschreiten. Aber das sind jetzt extreme Szenarien. Der Kongress kann dann, wenn es wirklich um heftige Vergehen geht, den Präsidenten ein Amtsenthebungsverfahren nahelegen. Aber das ist keine juristische Frage, sondern eine politische. Da müssen wir uns fragen, haben Abgeordnete, die das Verfahren einleiten würden im Abgeordnetenhaus und dann später die Senatoren, den politischen Mut auch, hier einem Oberbefehlshaber in die Hand zu greifen, wenn der die nationale Sicherheit gewährleistet. Ein Blick in die Geschichte zeigt mir, dass der Kongress bisher versagt hat. Der oberste Richter William Rehnquist hat es auf den Punkt gebracht mit einem Spruch der alten Römer, Ciceros: Wenn die Waffen sprechen, schweigen die Gesetze. Inter arma silent leges, solange der Krieg gegen den Terror andauert, und da gebe ich Herrn Platzek recht, dieses Paradigma ist schon länger in Kraft, wurde von George W. Bush etabliert und seinen Juristen, wurde auch von Obama nicht wirklich revidiert. Auch der hat sich darin sehr wohl gefühlt, konnte Leuten einen kurzen Prozess machen, Kindern und Frauen, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren, durch Drohnen getötet wurden, in ihren Heimatländern. Das ging auch unter diesem Kriegsparadigma. Und in diesem Paradigma fühlt sich auch Donald Trump sehr wohl. Und die USA begreifen sich auch noch als ein Land im Krieg seit 9/11. Das haben Sie uns gerade erklärt. Wenn wir uns noch mal anschauen, dass die US-Verfassung natürlich einen starken Präsidenten will und auch einen Präsidenten mit viel Befugnissen, kann man Donald Trump dann vorwerfen, dass er das einfach nutzt? Donald Trump macht das, was er vorher gesehen hat. Er wird in diesem politischen Gefüge auch Gefahren von außen instrumentalisieren. Das hat auch George W. Bush gemacht, auch um in anderen Themenbereichen mehr Macht zu bekommen. Das haben wir in der Zeit des Kalten Krieges gesehen, dass ein äußerer Feind dazu diente, um im inneren Machtspiel auch, vor allem auch gegenüber dem Kongress, mehr Macht zu haben. Und ich denke, wir sollten jetzt über diesen Tellerrand
der Immigration, auch des Terrorismus hinausblicken und China in den Blick nehmen, weil diese Gefahr, die wird künftig noch deutlicher werden, die wird auch Oberbefehlshaber Trump deutlicher machen, die Militärs zeichnen bereits Gefahrenbilder. Und ich glaube, da sind wir dann im größeren Bereich, was Herr Ischinger angesprochen hat, da muss eine Handelsnation auch aufpassen, damit sie nicht zwischen die Fronten von rivalisierenden Mächten kommt. Wir wollen Geschäfte mit beiden machen, wie wir das hinkriegen, da bin ich auf die Antworten gespannt. Nächste Frage. Gucken wir noch mal auf diese vielbeschworenen Checks and Balances, Herr Brammel. Also einerseits den Kongress, Sie haben es erwähnt, andererseits die Gerichte. Die Frage ist natürlich, ob sich Donald Trump nicht wirklich über beides hinwegsetzen kann, indem er es einfach tut, indem er dekretiert und die Dinge verfügt, die er immer noch, wie Sie sagen, im Falle der Sicherheitsabwehr des Landes einfach für richtig erachtet. Das wäre ein mögliches Szenario. Auch George W. Bush hat sich über Gesetze des Kongresses hinweggesetzt mit einem Signing Statement. Das heißt, er hat das Gesetz unterzeichnet, aber seine Interpretation des Gesetzes dargelegt, hat sich dann auch nicht an die Vorgaben der anderen Gewalt gehalten. Aber was auch denkbar ist, er hat ja jetzt einen Sündenbock, falls etwas passieren soll. Das ist doch vielleicht aus politischer Sicht auch ein denkbares Szenario. Er hat jetzt hier schon diejenigen aufgebaut, die im Falle eines Angriffs oder was ja niemand vorhersehen kann, dann als Sündenböcke herhalten müssen. Und das müssen sich Richter und vor allem dann auch Abgeordnete auch überlegen. Und das, was er jetzt macht, dass er eben hier die Schuld schon für mögliche Angriffe den Richtern in die Schuhe schiebt, das ist schon politisch interessant, aber eben auch, was die Gewaltenteilung angeht, wieder dahingehend, dass er eben hier diesen Kriegszustand, diese Gefahrenperzeption deutlich anheizt. Und die kann mit jedem Anschlag erhöht werden. Und das muss nicht unbedingt auf amerikanischem Boden sein. Denken Sie nur an die Reaktion der Amerikaner, als in London die Bomben hochgingen. Die Amerikaner sind traumatisiert seit 9/11. Die waren eher und heftiger dabei, auch dann Folter zu rechtfertigen. 60% der Amerikaner waren der Meinung, man solle mutmaßliche Terroristen foltern, wenn eben damit Sicherheit gewährleisten können würde. Da ist das Land definitiv auf dem Weg weg von der Freiheit. Herr Brammel, klasse, dass wir Sie bei uns haben heute. Vielen herzlichen Dank. Wie groß ist die Gefahr, Frau Feldmann, wir haben Sie so zitiert zum Eingang der Sendung, dass Sie davon ausgehen, dass es ein Impeachment-Verfahren geben wird, dass nur noch die Frage ist, wann es eigentlich losgetreten wird. Es gibt Menschen, die spekulieren darüber, wann es einen Putsch gibt in Washington und anderes mehr. Warum glauben Sie, dass es eine solche Gegenwehr geben wird? Also, wir haben von Checks and Balances gesprochen. Herr Reichelt und Herr Eschiger glauben, dass die funktionieren noch ganz gut in Amerika. Wir wissen doch, dass die Economist Intelligence Unit hat neulich, noch vor Trump im Amt war, die Demokratie in USA zurückgestuft auf fehlerhafte Demokratie. Es ist mehr keine volle, heile Demokratie. Warum? Sie erklären, ein Hauptgrund dafür ist, dass die amerikanische Bürger kein Vertrauen mehr in ihre Regierung, ihre politische Institutionen, ihre Politiker haben. Und das wird schlimmer und das droht sehr schlimm zu werden. Das, was wir jetzt sehen, dass Donald Trump die Ämter in Amerika angreift, das ist nicht nur eine Strategie, Druck auszuüben, sondern den Vertrauen der Menschen noch mehr zu zerstören. Und das macht eine Demokratie sehr schwach, wenn es ja kein Vertrauen mehr gibt. Und die Leute immer wieder falsche Informationen zu geben. Und ich denke, die Republikaner werden so lange mit Donald Trump zusammenarbeiten, wo sie denken können, dass sie immer noch ihn irgendwie instrumentalisieren können, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Aber es wird irgendwann an diesem Punkt gelingen, wo sie das Gefühl haben werden, sie kriegen ihn nicht mehr im Griff, sie können ihn nicht mehr kontrollieren, es ist zu gefährlich. Und dann ist eine Frage, ist es Impeachment oder ist es 25th Amendment, weil die sind zwei verschiedene Prozesse, beide Arten, ein Präsident sein Amt. Des Amtes zu enthemen. Genau. Impeachment ist eine Anklage, Repräsentantenhaus klagt an, Senat macht einen Prozess. Bisher würden drei Präsidenten angeklagt, nur eins ist eigentlich zurückgetreten, aber bevor der Prozess zu Schluss gekommen ist, Richard Nixon. Das heißt, eigentlich würde noch niemand wirklich impeached.
Dieser 25th Amendment ist was anderes. Er sagt, der Präsident ist nicht fit, er ist nicht fähig. Mhm. Und da muss Kongress erst mal Bescheid geben, dass er nicht fähig ist. Und dann muss er zurückantworten, dass er fähig ist. Dann muss Kongress wieder sagen, nein, aber doch nicht fähig. Und dann muss eine Wahl stattfinden. Und da muss eine Zweidrittelmehrheit geben. Und dann ist fertig. So, da wird Herr Rau nur sagen, diese Rechnung macht er unter gar keinen Umständen mit, weil Sie gar nicht glauben, dass es im Kongress zu einer solchen Situation käme. Ja, ich glaube, da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Also ich sehe hier noch überhaupt in Amerika keinen einzigen seriösen Politiker oder Journalist oder Reportage, die überhaupt ein Amtsenthebungsverfahren am Horizont schweben sieht. Also ich glaube, das ist wiederholt eine Vorverurteilung von einer Politik, die erst jetzt morgen 3 Wochen alt ist. Also wir sehen hier jetzt eine Koalition innerhalb der Republikanischen Partei, verschiedenen Flügeln. Es gibt einen neoliberalen Flügel, es gibt einen traditionsbewussten Flügel, es gibt auch vom Präsidenten angeführt einen populistischen Flügel. Aber es gibt eben auch den Berater Stephen Bannon, der vorgibt, das Establishment zerschlagen zu wollen. Und das ist jetzt nicht erst 3 Wochen alt, sondern dem Mr. Bannon konnten wir ja schon eine Zeit lang zuhören. Also nochmal die Frage an Sie, wie substanziell, glauben Sie, ist der Angriff dieses Präsidenten an die Institutionen, die ihn eigentlich kontrollieren sollen? Na, ich glaube, dass man hier sehr vorsichtig sein muss. Denn es gibt in Amerika seit geräumer Zeit wirklich ein paar Tendenzen, die man hier feststellen kann. Zum einen gibt es meines Erachtens nach, und das glaube ich, würden viele im Inneren Amerika teilen, ein wahrhaftes Korsett der politischen Korrektheit. Und zum Zweiten gibt es, und das ergibt sich aus jeder Meinungsumfrage der Presse, dass so 90-95% der Presse in den USA sich eher links orientiert sieht. Wenn man diese zwei Fakten zusammenschleust oder zusammenschweißt, dann sieht man ja eigentlich, wie Donald Trump hier punkten hat können und wie er eigentlich Erfolg holen hat können. Das heißt, es gibt hier bodenständige Bürger im Landesinneren und denen wird seit Jahren von einer Elite-Presse, die links der Mitte steht und die eine politische Kultur der Korrektheit hier desiert und vorbringt, dass ihre Werte überholt sind, dass sie falsch sind, dass es nicht geht. Und deswegen, wenn man jetzt immer wieder Donald Trump als Hassprediger angreift, so wie es zum Beispiel der Außenminister Steinmeier getan hat, oder wenn man Amerika die Zusammenarbeit aber mit Bedingungen gibt am Tag nach der Wahl, als ob es notwendig wäre, uns nach einer demokratischen Wahl zu mahnen, dann denken viele dieser Bürger ja jetzt erst recht Donald Trump. Sie meinen, also, das schweißt zusammen. Ich glaube, dass es wichtig ist, in der Presse mehr Vielfalt zu haben. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, sehr konkret, wenn man schon mit solchen Vorwürfen kommt, uns vorzulegen können, warum es ein Amtsenthebungsverfahren überhaupt geben kann. Also Sie zitieren hier irgendeinen Bericht von Economist Intelligence Unit. Das ist ja lächerlich. Das ist hier nicht wirklich. Aber wir können auch beispielsweise die traditionsreiche Zeitschrift The Atlantic zitieren. Die sagt, Trump könne versuchen, die USA in eine Autokratie umzuwandeln. Herr Ischinger, will der Mann etwas umbauen oder will er sogar an diesem System etwas zerstören? Er will sicher und ich denke, er hat subjektiv den Auftrag, er hat das Gefühl, ich bin beauftragt, so habe ich die Wahl gewonnen, Wesentliches in diesem System zu verändern. Ja, ich glaube, das ist in der Tat so. Und wir werden da noch eine ganze Reihe von Überraschungen erleben. Aber die amerikanische Politik, ich würde das gerne mal auf den Boden der Realität zurückführen. Wir sind jetzt im Februar 2017. Bereits im Sommer 2018, also in 1,5 Jahren, fängt der Wahlkampf an für sämtliche Mitglieder des amerikanischen Repräsentantenhauses, die im November 2018 wiedergewählt werden wollen. So, und das funktioniert auch nicht anders als im Deutschen Bundestag. Diese republikanischen Abgeordneten, die im Augenblick die Mehrheit haben, die werden im Sommer, spätestens im Sommer 2018, sich die Frage stellen, hat jetzt der Präsident einen Beitrag dazu geleistet, dass ich die Chance habe, wiedergewählt zu werden? Oder treibt dieser Präsident mich aus dem Amt und muss ich mich dagegen wehren? Wir werden es ja sehen, was im November 2018 passiert. Wenn Trump erfolgreich in den Augen seiner Abgeordneten agiert, dann wird diese republikanische Mehrheit bestehen. Wenn die Abgeordneten aber zu dem Ergebnis kommen, wir haben jetzt unsere Mehrheit verloren und jetzt gibt es eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus, dann fängt sozusagen für Trump
genau dieselbe Leidensgeschichte an, die vor 6 Jahren Obama anfing, dass er nämlich keinen einzigen Gesetzesentwurf mehr durch den Kongress kriegte, weil die andere Seite sagte, wir blockieren alles, bloß weil der eben nicht zu uns gehört, sondern zur anderen Seite gehört. Da, wie das ablaufen wird, glaube ich, ist offen. Ich glaube, das ist die, sozusagen, das, was uns oder was Amerika bevorsteht, die Impeachment oder Artikel 25 Option. Bleiben wir noch mal bei das der ist, Frage ich, einer was Autokratie, eine ganz ferne, ja, die eben von The Atlantic kam, Herr Reichelt. Ist es in Ihren Augen vorstellbar, dass es eine doch große und nennenswerte Veränderung im System Amerika gibt? Nach meiner Beobachtung hat Donald Trump in seinem Verständnis, wie er regiert, möglicherweise autokratische Züge. Das ist etwas, was ich durchaus sehe. Das ist, was ich sehe, wenn er über die Justiz spricht, wenn er über Journalisten spricht, wenn er über politische Widersacher spricht, all das. So. Ich finde ganz viele Dinge an ihm beunruhigend. Ich persönlich bin aber der Meinung, wenn Sie zum Beispiel eben die Frage gestellt haben, könnte er sich zum Beispiel über ein Urteil des Verfassungsgerichts hinwegsetzen, dann ist ja die Frage, wie würde er denn das tun? Ja. Würde er jetzt selber auf die Straße gehen und dann, oder nach New York an den Flughafen und dann Bürger aus dem Irak fernhalten? Nein, er würde die Exekutive anweisen, sich diesem Richterspruch zu widersetzen. Alles, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, deutet darauf hin, dass die Exekutive sich dem niemals Folge leisten würde. Denn was wir jetzt gesehen haben, ist, Donald Trump hat etwas entschieden, aus dem Irak darf keiner mehr rein. Ein Richter hat gesagt, doch, dürfen Sie. Was ist passiert im Irak und im Iran am Flughafen, in Teheran am Flughafen? Haben Sie den Menschen gesagt, steigt jetzt ins Flugzeug. Es ist sichergestellt, dass ihr in die USA einreisen könnt. Und die Einreisebeamte, die dort am Flughafen in New York oder in Washington, wo auch immer gesessen haben, sind dem Richterspruch gefolgt. Dass Donald Trump es irgendwie schafft, die Beamten, die er per Executive Order anweisen kann, gegen einen Richterspruch anzuweisen, ist aus meiner Sicht eine Borderline-Verschwörungstheorie. Und ich finde, bei allem, was ich beunruhigend an Donald Trump finde, erstens zu Ihrem Punkt, wenn irgendeine Demokratie auf fehlerhaft zurückgestuft wird, das ist für mich das Wesen der Demokratie, dass sie fehlerhaft ist. Vor perfekten Demokratien oder vor dem Versprechen von perfekter Demokratie habe ich persönlich ein bisschen Sorge und das würde ich nicht so wirklich glauben. Wovor ich fast mehr Sorge habe als vor vielen Dingen, die Donald Trump macht, weil sie mein Land betreffen, unser Land betreffen, ist diese Putsch-Sehnsüchte, ja, Aufstandssehnsüchte, Impeachment, 25. Wir haben vor 2 Monaten eine demokratische Wahl gehabt, in der die Mehrheit, jetzt kann man sagen, Popular Vote war gegen ihn, aber mit Popular Vote waren auch die Demokraten die letzten Jahrzehnte ganz zufrieden, in der Donald Trump die Mehrheit gewonnen hat. Und wenn ich dann wenige Wochen nach der Inauguration höre, na gut, aber vielleicht wird er bald abgesetzt und dann muss der Kongress nur noch das sagen und ihn für unfit hieße, dass man ihn im Prinzip für geisteskrank erklärt. Ich möchte kein Amerika, in dem der US-Präsident für geisteskrank erklärt wird, um abgesetzt zu werden. Das ist auch nicht das Amerika, was ich mir wünsche als Deutscher und mir vorstelle. Tut mir leid. Ja, gut. Wenn Sie sich als amerikanische Staatsbürgerin ein Amerika wünschen, in dem Ihr Präsident für geisteskrank erklärt wird, kann ich Ihnen sagen, das kann sehr vielen passieren. Ja, aber wenn Sie müssen halt sich der Realität stellen, dass Sie bei einer demokratischen Wahl auf der Seite, nehme ich jetzt mal an, der Verlierer standen. Und deswegen, ich finde, ich habe für Hillary auch nicht gewählt. Ach so, okay, na gut, dann haben Sie immerhin sind ganz Sie zufrieden. Aber wenn ich mir anschaue, wie falsch wir beim Türkei-Putsch reagiert haben, indem wir gesagt haben, den mögen wir nicht, der ist uns unsympathisch, jetzt hat es einen Putsch gegeben, obwohl er demokratisch gewählt ist, finden wir eigentlich ganz gut. Das ist falsch. Wenn wir an unserer Demokratie hängen, sollten wir uns niemals in einer anderen Demokratie den Putsch herbeisehen, egal wie wenig wir mit den politischen Verhältnissen dort übereinstimmen. Es sehnt sich niemand herbei, sondern es gibt ja nennenswerten Protest auch in den USA, den erfinden wir ja nicht, nein, der ist ja da. Aber es gibt durchaus es gibt durchaus Sympathien für den Gedanken eines baldigen Umsturzes, ob jetzt Impeachment heißt oder auf welchem Weg er kommt. Und ich kann nur sagen, ich wünsche mir keinen Umsturz, ich wünsche mir eine Wahl in 4 Jahren und ich persönlich würde mir dann auch andere Verhältnisse wünschen, aber ganz sicher wünsche ich mir keinen Umsturz in Amerika. Und aber dann sind wir selbstverständlich, weil Sie müssen ja mit diesen Konsequenzen nicht persönlich leben. Sie müssen das nur von der Weite zuschauen. Aber ja? Hier in Berlin ist doch für Sie im Moment auch ganz schön. Genau, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich hatte den Glück, dass ich hier sein könnte, aber die meisten meiner Mitbürger sind ja da gefangen. Es ist tatsächlich ein gespaltenes... Da muss man einmal widersprechen.
Kein Mensch ist in Amerika gefangen. Das ist tatsächlich eine falsche Behauptung. Gespaltenes Land und es gibt diese Proteste, Matthias Platzig, ein gewählter Präsident. Das Argument von Herrn Reichelt ist ein schlagendes sicherlich. Sie sind, das hatte ich vorhin angedeutet, in der DDR-Opposition tatsächlich mit viel Mut gegen ein System aufgestanden. Das war viel gefährlicher. Jetzt reden wir über eine Demokratie, über die Demokratie schlechthin. Wie viel Widerstand kann es geben gegen einen gewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten? Ich würde erst mal sagen, wenn ich Herrn Reichelt den Chefredakteur der Chefredakteure von Bild und so höre, wie nachsichtig er über Donald Trump und seine Eskapaden, wie nachsichtig er über Erdogan redet in der Türkei. Ich würde mir manchmal ein bisschen weniger Schaum vorm Mund, wenn es um die Russen geht, auch wünschen. Das ist so. Gut, aber die laden bei den einen sagt man, das kann alles ruhig sein und bei den anderen. Das ist keine Demokratie, klar, das wissen wir alles. Ich sag nur, gewählt ist der nun wahrlich auch. Sie müssen ja nicht jetzt im ersten Satz gleich Russland unterbringen, wenn Sie dann ständig nach Moskau eingeladen werden. Das finde ich jetzt auch ein bisschen albern und mir damit unterstellen, dass ich da irgendwie befangen wäre. Ich habe Ihnen eben nur zugehört. Ich bin auch nicht nachsichtig. Ich habe gesagt, ich finde ganz viel daran falsch. Ich wünsche mir andere Verhältnisse. Ich wünsche mir nur keinen Putsch und ich wünsche mir geordnete Wahlen. Das habe ich ja eingangs auch gesagt. Ich habe Ihnen jetzt nur zugehört und habe mal so für mich... Demokratie wünsche ich mir übrigens auch für Russland. Ich auch. Das habe ich mir eben nur mal so auf der Zunge zergehen lassen, wie Sie das eine so bewerten und das andere so bewerten. Also ich glaube, da teile ich wiederum hier geäußerte Meinung, dass wir wirklich ein Stück ruhiger sein sollten in dem, was da im Moment passiert. Mhm. Für mich ist Donald Trump keine Werbung und keine Ikone der Demokratie, so wie er sich im Moment darstellt. Also ich könnte anderen nicht sagen, und deshalb liebe ich die Demokratie, weil er ist die Leuchte dessen, was ich mir so vorstelle in der Demokratie. Das kann man wahrlich nicht sagen. Aber es könnte sich erweisen, ich hoffe das, ich bin nicht ganz so sicher wie dieser und jener hier am Tisch, wenn die Gerichtsurteile in der höchsten Instanz gefällt sind. Ich kann es wirklich noch nicht einschätzen. Ich würde sagen, wenn das dann funktioniert, wenn das auch ein Mensch, der so ein Typ ist wie Donald Trump, akzeptieren muss und auch akzeptiert und das dann praktisch Gesetzeskraft erlangt und so auch exekutiert wird, dann würde ich sagen, dann ist ein ganz Stück meines ramponierten Vertrauens wiederhergestellt. Ich gebe auch die Hoffnung nicht auf. Ich gebe aber auch zu, dass ich gewisse Zweifel daran im Moment noch habe, weil diese Persönlichkeitsstruktur lässt mich im Moment noch nicht erahnen, wie er den Ausweg dahin findet, ein solches Urteil dann auch für sich anzunehmen und zu sagen, jawohl, so ist es, so machen wir das jetzt. Das habe ich bisher in den letzten Wochen noch nicht erleben können und würde mich freuen, wenn es passiert. Weil das würde wirklich ein sehr positives Signal. Dann sind wir jetzt an einem interessanten Punkt, weil wir uns nämlich fragen und sagen, dass die Empörung hier auch in Europa tatsächlich groß ist, ob der Mauerbaupläne von Donald Trump und auch ob dieses Einreisestopps für Menschen, die aus diesen 7 Ländern kommen. Und dann ist wahnsinnig interessant zu schauen, wen wir eigentlich noch reinlassen nach Europa. Julian Reichelt, Sie haben in diesem Zusammenhang von Selbstgerechtigkeit der Europäer gesprochen. Sind die Europäer wirklich keinen Deut besser als Donald Trump? Naja, keinen Deut, das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich sehe bei Donald Trump ja zwei große Themen, die uns Europäer mal wahnsinnig aufregen. Das eine ist die Mauer zu Mexiko und das zweite ist der Einreisestopp. Wenn ich mir deutsche Politik anschaue, die ich teilweise ja sogar teile und für notwendig erachte, dann haben wir einen Deal mit der Türkei abgeschlossen als Ergebnis der Flüchtlingskrise, der dafür sorgen soll, dass es keinen unkontrollierten Zustrom nach Deutschland mehr über die Balkanroute gibt. Sprich, die Türkei soll Menschen aufhalten, bevor sie ins Boot nach Griechenland steigen und sich dann aufmachen. Dadurch haben wir die Zahl der Einreisenden oder Flüchtlinge oder Migranten dramatisch reduziert. Wirklich aufgenommen aus Syrien, wie es vereinbart war, haben wir so gut wie niemanden. Und was macht die Türkei, um wiederum Zuzug zu verhindern? Sie baut eine Mauer. Mehr oder weniger nach Syrien oder in den meisten Fällen ist es ein Zaun. Von uns kriegt die Türkei mehrere Milliarden Euro. Ob die direkt in die Mauer fließen oder den Zaun oder nicht, könnte ich jetzt nicht belegen. Aber zumindest ist es sozusagen eine Quersubvention. Und an diesem Zaun werden regelmäßig syrische Flüchtlinge erschossen, wenn sie versuchen, aus ihrem Land, und die sind wirklich geschunden,
deutlich geschundener als die Menschen, die in Mexiko leben, auch unter schlimmen Bedingungen. Aber da geht es den Syrern deutlich schlechter. Und ihr Bedürfnis, ihr Land zu verlassen, ist mir deutlich näher als das in Mexiko, muss ich ehrlich sagen. Wenn sie versuchen, ihr Land zu verlassen, werden sie an dieser Grenze erschossen. Das ist gut dokumentiert in den Medien, das ist von Abgeordneten dokumentiert, die die Grenze dort besucht haben. Und das ist etwas, was wir jeden Tag hinnehmen. Eine Grenze, an der Menschen erschossen werden, damit sie nicht zu uns kommen. Als Konsequenz aus deutscher Politik. Und da muss ich sagen, finde ich es in gewisser Weise schon sehr selbstgerecht und, um es noch härter zu sagen, verlogen, sich über eine Mauer an der Grenze zu Mexiko aufzuregen, die es noch nicht mal gibt, oder zumindest die Teile, die es gibt, hat Donald Trump noch nicht gebaut, oder sich über ein Einreiseverbot aufzuregen, wenn die Politik des letzten Jahres dazu geführt hat, dass de facto interessanterweise aus exakt diesen 7 Ländern, die Donald Trump da auf die Liste gesetzt hat, so gut wie kein Mensch mehr die Möglichkeit hat, in irgendeiner Weise nach Deutschland zu kommen. These verstanden. Matthias Platzek in vis-à-vis. Braucht Deutschland schon deshalb keine Mauern, Herr Platzek, weil andere sie bauen, nämlich die Türkei, Gibraltar und die Spanier? Also man muss auf jeden Fall, heute hat es ja gerade einen Gipfel bei der Kanzlerin gegeben, der vor kurzem beendet worden ist, wo ein weiterer Baustein in eine bestimmte Ausrichtung zementiert wurde. Wir können nun wirklich, teile ich Herrn Eichels Meinung, auch ich teile davon, also ich sage mal jetzt mit dem schönen Begriff Realpolitik, muss man das auch, kann man da gar nicht an manchen Stellen widersprechen. Aber da kann man nun wirklich nicht mehr sagen, dass das die Willkommenskultur in Reinkultur ist, die wir da in den letzten 12 Monaten zelebriert haben, sondern wir haben versucht, aus nachvollziehbaren Gründen, auch der innenpolitischen Stabilität und um den Prozess beherrschbar zu halten, haben wir uns abgeschottet bzw. uns gefreut, dass andere diese Abschottung im Wesentlichen erledigt haben für uns. Das ist ein Fakt und mit dem sollten wir auch ehrlich und klar und offen umgehen. Damit stellt sich auch im Umkehrschluss die Frage, ob vielleicht doch an den Initialhandlungen der Bundeskanzlerin manches im Rückblick verbesserungsbedürftig gewesen wäre. Das haben Sie jetzt sehr vorsichtig formuliert. Das muss man jetzt einfach fragen, weil wir, naja, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch, rücksichtsvoller auch, dass wir am Ende vielleicht doch manche Dinge heute anders bewerten, noch als wir dies vor 12 oder 15 oder 18 Monaten bewertet haben. Und das hat man jetzt manifest im politischen Handeln, kann man das auf jeden Fall wahrnehmen. Nochmal, Gründe dafür sind nachvollziehbar. So, und die Linie, die Donald Trump hier aber schließt, ist, wir müssen Amerika sicherer machen. Deshalb dürfen Menschen aus diesen 7 Staaten nicht mehr einreisen. Und im Übrigen gäbe es eine Liste von lauter islamistischen Attentaten, die Journalisten verschweigen würden. Und wir sind in einer großen Gefahr. Kennen Sie, Herr Reichelt, irgendeinen Journalisten, der je ein islamistisches Attentat verschwiegen hat? Nein. Und das sind genau die Punkte, die ich als Journalist massiv beunruhigend finde. Und man muss ihm das ja nicht mal anhand solcher Beispiele nachweisen, sondern seine Sprecherin selber hat diese wundervolle Wortschöpfung der Alternative Facts live im Fernsehen geprägt. Und ich finde, es sollte in einer Demokratie einen Konsens darüber geben, was Fakten sind. Und dann kann man sich aufgrund von Fakten Meinungen machen. Alternative Fakten halte ich für gefährlich. Und eine Regierung, die alternative Fakten propagiert, besorgt mich ganz massiv. Ja, das ist genau dieser entscheidende Punkt, wo auch ich, die ich auch tatsächlich nicht für möglich gehalten hätte in den USA. Und tatsächlich sehe ich da einen großen, neuen, beunruhigenden Trend, der im Übrigen zum Teil aus Russland kommt, ja, die Verunsicherung darüber, die gezielte Verunsicherung, das ist etwas, was sich leider westliche Demokratien dann abgeschaut haben, was überhaupt Fakten sind, was Wahrheiten sind und ob es Wahrheit überhaupt gibt. Denn in einer Welt, in der es keine Wahrheit mehr gibt, ist es natürlich deutlich leichter, populistisch zu argumentieren, weil wenn ich keinen Wahrheiten und keinen Fakten mehr verpflichtet bin, dann fallen als nächstes die Institutionen, dann macht sich Wahlkampf deutlich leichter und dann gewinne ich natürlich mit populistischen Argumenten auch viel leichter Wahlen. Das ist etwas, was ich massiv beunruhigend finde und was ich auch für die Bundestagswahl bei uns in diesem Jahr befürchte. Bleiben wir bei den Fakten. Ist es, Wolfgang Ischinger, unaufrichtig, die amerikanische Regierung und diesen Präsidenten für sein sogenanntes Muslim Ban zu kritisieren, also für dieses Dekret gegen die Einreise von 7 Nationen und auf der anderen Seite eine so restriktive Einwanderungspolitik jetzt in Europa zu machen? Also, legitim ist das natürlich. Und es ist auch nicht falsch, eine offensichtlich dumme Politik, so empfinde ich das,
was da versucht wird in Washington, zu kritisieren. Nur, ich wiederhole noch mal, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Wenn wir mit erhobenem Zeigefinger, und ich stimme Herrn Reichel zu, da ist viel Verlogenheit drin, weil wir ja keineswegs behaupten können, dass wir nur die Guten sind und dass wir überhaupt nur Gutes getan haben, während Amerika hier nur Schlechtes tut. So sind die Verhältnisse leider nicht. Aber also mit erhobenem Zeigefinger alles querbeet zu kritisieren, was jetzt in Amerika in der Tat kritikwürdig ist, ist leider keine Politik. Ich wiederhole es noch mal. Unsere Aufgabe ist es doch nicht, uns an die Stelle der amerikanischen Bevölkerung und der amerikanischen Wähler zu setzen und zu sagen, ihr habt es ja ganz falsch gemacht, ihr habt einen falschen Mann gewählt, ihr müsst es anders machen, ihr müsst den impeachen oder so. Das entscheiden die Amerikaner zu Recht. Und sie werden es entscheiden. So, unsere Aufgabe ist, lass mich das doch mal sagen, unsere Aufgabe muss doch sein, unsere zentralen Interessen zu definieren. Was wollen wir verhindern? Was darf Trump nicht tun? Aus unserer Sicht, und was sollte er tun? Und ich will nur mal einen Punkt machen. Ich wollte Sie das gerade fragen, und wenn Sie es gestatten, gucken wir uns vorher noch mal ein kleines Filmchen an, damit wir uns alle sammeln, weil es eine weitere Figur in der Weltgeschichte gibt, mit dem er sich vielleicht besonders gut versteht oder weniger gut versteht, was aber wiederum auf uns alle und diese Welt ein wenig Einfluss haben wird, nämlich das Verhältnis von Donald Trump zu Wladimir Putin. Okay. So, wie ähnlich sind sich Putin und Donald Trump? Also ich glaube, dass die Vorstellung, dass es hier kurzfristig zu so einer Art Bruderkuss zwischen Donald Trump und Wladimir Putin kommen kann, ich glaube, dass diese Vorstellung eine Illusion ist. Weil? Weil die Interessen beider Mächte wesentlich auseinander sind. Ich will da nur mal ein Beispiel nennen. Wladimir Putin hat, ich hoffe, dass Herr Platzig mir jetzt nicht sofort widerspricht, hat seine eigene Macht im Lande unter anderem dadurch gefestigt, dass er den äußeren Feind, der Russland bedroht, definiert hat. Dazu gehört also beispielsweise die CIA, die dann verantwortlich gemacht wird für die Vorgänge auf dem Maidan und so weiter. Jetzt umzuschalten und zu sagen, Amerika ist mein Freund, ich kann mit Donald Trump wunderbar, würde bedeuten, dass die russische Regierung auf dieses wunderbare, für sie nützliche Feindbild plötzlich verzichtet. Umgekehrt stelle ich mir Folgendes vor. Wenn es zu dem ersten ernsthaften Gespräch, was ich für wünschbar halte, dass wir uns nicht falsch verstehen, ich finde es sehr wichtig, dass Trump und Putin miteinander reden. Obama hat viel zu wenig mit Putin geredet in den letzten Jahren. Es gab viel zu wenig Kontakte zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml. Das ist ein großes europäisches Interesse, dass hier der Kontakt wieder zustande kommt. Ich glaube, darüber gibt es gar keine Debatte hier unter uns Europäern. Aber Donald Trump wird sich der Forderung gegenüber sehen, ich vermute gleich in den ersten 10 Minuten, dass Putin sagen wird, du musst, lieber Freund, die Pläne mit dem Raketenabwehrsystem in Polen und Rumänien und so weiter, die musst du aufgeben, wenn du mit mir im Sandkasten spielen willst. Dann wird Donald Trump sich einem Kongress gegenüber sehen, einem Senator McCain und den Institutionen des Kongresses, die seit vielen Jahren der Meinung sind, das Raketenabwehrsystem ist eine notwendige Maßnahme zum Schutz amerikanischer Interessen. Darüber kann man jetzt streiten, ob das richtig oder falsch ist. Unterschiedliche Interessen. Interessanterweise sagt Donald Trump, Herr Rau, dass er mit Wladimir Putin gerne IS bekämpfen möchte, und zwar in Syrien. Also er wird sicherlich Gründe haben, ihn nicht zu umarmen, aber er hat gleichzeitig auch ausgesprochen, ihn exakt in dieser Region, die wir gerade besprochen haben, nämlich Syrien, als einen Unterstützer und Helfer an seiner Seite zu haben. Welche Seite von ihm wird gewinnen, glauben Sie? Ich glaube nicht, dass er das erwähnt kommen wird, denn das Problem ist ja im Nahen Osten, dass Russland ein Militärbündnis mit dem Iran geschlossen hat. Also einerseits kann er ja den Iran zurückrollen oder probieren, den Iran zurückrollen und einzuboxen, was ja ein von Beraterumfeld Donald Trump durchaus ein Wunsch ist. Andererseits kann er mit Russland eine Gesprächsbasis suchen. Aber sobald er mit Russland eine Gesprächsbasis sucht, das ist meines Erachtens nach in der Obama-Regierung diese Strategie, die gewonnen hat. Es ist der John Kerry immer wieder sozusagen als Bittsteller nach Genf und Moskau gefahren, um sich dort zu präsentieren. Die Russen haben diskutiert und mittlerweile sind sie dann in Syrien eingefahren, haben dort Militär
Stützpunkte gegründet und mit den Iran zusammen Aleppo den Boden gleich gemacht. Also ich glaube nicht, dass es hier wirklich eine Möglichkeit gibt, zusammen mit den Russen zu kooperieren und gleichzeitig unsere traditionellen Bündnispartner in der Region zu stützen und auch den IS zu bekämpfen, denn es ist ja eigentlich das sektiererische Agieren des Irans, das ja den IS wiederbelebt hat. Und ich glaube, wenn es wirklich uns ein Anstreben ist, den Iran zurückzurollen, dann wird sofort die Kooperationsbasis mit Russland leider auseinanderbrechen. Es gibt auch in Washington ein Thema, das so über den Horizont schwebt. Sie haben es früher angesprochen, nämlich China. Und hier nimmt Donald Trump eine sehr harte Linie. Mhm. Und andererseits aber geht er recht weich auf Putin, bis jetzt zumindest ein. Und hier schwebt irgendwie der Gedanke, dass er Russland von China spalten möchte. Denn es ist ja eine große geostrategische Gefahr. Dass er Russland wieder umarmt und den harten Krieg, den harten Handelskrieg mit den Chinesen sucht, glauben Sie? Ja, und das auch zum Beispiel, aus Asien gibt es ja immer wieder aus Quellen, hört man ja, dass Russland sich hinter China versteckt, wenn es Nordkorea angeht und umgekehrt sich China hinter Russland verbirgt, wenn es zum Beispiel die Nahostpolitik oder Europa angeht. Wie ich im Weißen Haus war, hat sich China nie wirklich geschert, was jetzt zum Beispiel im Konflikt zwischen Israel und Palästina tut. Das ist vielmehr eine russische Bestreben da gewesen. Also ich glaube, dass das vielleicht ein Konzept ist. Das andere Konzept von ihm ist, Iran und Russland zu spalten. Aber ich muss Sie leider enttäuschen. Ich glaube nicht, dass es hier wirklich Möglichkeiten gibt. Dann fragen wir den Vorsitzenden der deutsch-russischen Gesellschaft. Herr Platzek, glauben Sie, dass die Unterschiede zwischen Donald Trump und Wladimir Putin vielleicht doch kleiner sind und es die Chance gibt, Kriege zu befrieden in irgendeiner Form, wie es amerikanischen Präsidenten vor ihm nicht gelungen ist? Also ich glaube, man muss versuchen, zwei Ebenen voneinander zu trennen. Die objektiven, ganz klar auf der Hand liegenden Interessen, Herr Ischinger hat dazu schon einiges gesagt. Es gibt, das weiß jeder, der in dem Metier irgendwie tätig ist, drei Triebfedern für jede Politik. Und die drei Triebfedern heißen Interessen, Interessen und Interessen. So, und wenn man das berücksichtigt, weiß man, dass da manches schwer zusammenkommen wird, weil das einfach objektiv ein Stück gegeneinander steht. Zweiter Punkt ist, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Herr Ischinger. Ich war jetzt gerade wieder drüben, beobachte schon sehr wohl, für mich auch ein Stück erstaunlich, wenn man die letzten Monate vorher sieht, dass in der Medienwelt Russlands, Amerika inzwischen, die USA inzwischen anderen Konnotationen erfahren. Also in einem doch relativ atemberaubenden Tempo. Es ist nicht mehr der Feind für alles, die Ursache für jedes, was passiert, sondern da verändert sich schon was. Also das ist schon so. Und jetzt kommt ein Punkt, übrigens, um nochmal bei dem Objektiven oder teilweise Objektiven zu bleiben. Ich war in den Tagen der Wahl von Trump auch in Moskau. Also ich bin relativ oft da, Herr Reichelt, auch egal, was ich hier sage oder nicht. Das wissen wir. Ja, ich weiß. Da habe ich bei manchen, die außenpolitisch relevant sind, so ein bisschen was wie eine Euphorie gespürt. Das habe ich jetzt nicht mehr so wahrgenommen. Das ist schon weg. Und ich denke, Putin ist jemand, der sehr nüchtern, sehr kühl, ganz klar auch interessengeleitet, die Dinge so einordnet, wie er sich das vorstellt. Jetzt komme ich aber trotzdem, trotz dieser Nüchternheit, zum subjektiven Punkt. Man muss wirklich die erste Begegnung mal abwarten. Ob da telefoniert haben Sie schon? Ja, ich meine, das ist noch was anderes. Ob da irgendwie es die Möglichkeit gibt, ein Stück was an Gemeinsamkeit zu definieren, ob das dann IS ist, ich sehe die Schwierigkeiten mit dem Iran, genau wie Sie, das ist ein wirklicher Knackepunkt. Ich würde es mir übrigens wünschen für die Weltgemeinschaft. Wir dürfen ja bei allem nicht vergessen, dass Russland das größte Land der Welt bleibt, bei allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die zweitgrößte Atommacht der Welt ist. Und da wäre es gut, wenn die beiden immer noch Großmächte, das hat ja selbst Obama jetzt wahrscheinlich wieder eingesehen im Nachhinein, dass es nicht nur eine Regionalmacht ist, wenn da wieder ein bisschen mehr Gemeinsamkeit... Hat das Eingreifen Russlands, Herr Platzek, in Syrien mehr Leid gebracht oder hat es dem Land wirklich geholfen? Da ist eine Menge Leid entstanden, überhaupt keine Frage. Aber ich sage mal einfach, ich nehme da mal einen anderen Zeugen. Ich habe neulich mit einem syrischen Kollegen auf dem Podium gesessen, der einen Aspekt selber ausgebombt, selber geflüchtet, jetzt Doktorand hier in Deutschland, der aber gesagt hat, wir dürfen eins nicht vergessen mit unserem Blick, dass Russland vielleicht ein Garant sein könnte, dass Syrien ein Staat bleibt, in dem mehrere Religionen zu Hause sind, der Staat, der zusammen bleibt. Das ist ein Punkt, den darf man nicht völlig vernachlässigen. Und deshalb bin ich immer gegen einschienige,
eingleisige Beurteilung. Aber die Welt ist wirklich komplexer, als wir sie manchmal auch in der Bild-Zeitung dargestellt bekommen. Und das sollten wir einfach auch sehen. So. Also ganz kurz, ich finde, das darf man einfach so nicht stehen lassen. Wer Stabilität herbeiführt, wie Russland es getan hat, durch die Auslöschung, durch einen Vernichtungskrieg einer kompletten Stadt mit hunderttausenden Menschen, hauptsächlich Zivilisten drin. Es macht mich immer fassungslos, dass Menschen wie Sie, die mal unter Unterdrückung und vor allem unter russischer Unterdrückung ja gelitten haben, wenn man das als Stabilität sich wünscht, ja, dann haben wir wirklich Verhältnisse, die kein Mensch von uns will. Ich weiß sehr genau, was ich gesagt habe, Herr Reichert. Ich weiß. Sie haben gesagt, Russland kann ein Stabilitätsfaktor sein. Und diese Stabilität ist herbeigeführt worden, genau wie in Grosny, durch die Auslöschung einer Stadt. Wenn das die Politik ist, die Sie bezahlt oder unbezahlt befürworten, macht Herr Reichert, das ist jetzt wirklich ein Hammer. Nein, ich habe nur gefragt. Also dann halten Sie sich mal ein bisschen zurück. Das ist jetzt Bild-Zeitungsmanier der übelsten Art und Weise. Und das muss ich mir auch von Ihnen nicht bieten lassen. Sie rechtfertigen, Sie sagen, dass die Auslöschung einer Stadt zu Stabilität führen kann. Das kann ich nee, nur dadurch, ich das meine jetzt was ganz anderes. Sie wissen genau, was ich meine. Das kann ich mir nicht vorstellen. Diese Art Denunziation, die habe ich zum letzten Mal in der DDR erlebt. Das sage ich mal ganz klar. Nein, das haben Sie und wenn Sie noch einmal sagen, dass ich auch nur ein Pfennig Geld, ich gebe Geld hin, damit diese Versöhnungsarbeit, damit diese Brückenbauarbeit mit Russland passiert. Da gebe ich privates Geld hin. Und wenn Sie sowas noch mal sagen, dann sind wir wirklich auseinander. Ja, wunderbar, dann sind wir auseinander. Bin ich gerne bei dem Punkt, die Versöhnungsarbeit in Syrien, lassen Sie mich zu Ende führen, hat mit 500 Funkbomben auf Krankenhäuser stattgefunden und nicht mit Puppen. Und wer etwas anderes sagt, der lügt. Und das tut Wladimir Putin ist noch mal meine Frage. Soll jetzt ja für Donald Trump die Kohlen aus dem Feuer holen? In Syrien und in anderen Orten der Welt. Diese Frage noch mal. Wladimir Putin soll umarmt werden, das wenigstens sagt Donald Trump, um das Problem in Syrien zu lösen. Ist das klug? Es ist vor allem unrealistisch, weil es ist seit 2 Jahren nicht geschehen. Wladimir Putin führt seit 2 Jahren Krieg in Syrien und 80-85% der Angriffe, das ist eine Studie, die auf der Sicherheitskonferenz von Herrn Ischinger vorgestellt wird, haben sich nicht gegen den IS gerichtet, obwohl er dem IS den Krieg erklärt hat. Wladimir Putin hat einen Vernichtungskrieg zur Unterstützung eines diktatorischen Regimes geführt und nicht gegen den IS. So, damit ist die Frage, indirekt beantwortet. Ob Donald Trump sich weiter an ihn richten sollte. Herr Ischinger, die Polen, die baltischen Staaten haben Angst vor genau diesem Russland und vor vielleicht auch einer neuen Brücke nach Amerika. Die Polen wünschen sich eine atomare Wiederbewaffnung in Europa. Es gibt durchaus den einen oder anderen Politiker auch hier in Deutschland, der das ausspricht und denkt und sagt, der europäische atomare Schutzschild muss funktionieren. Reden wir über eine atomare Wiederbewaffnung in Europa? Ganz wichtige Frage, aber darf ich noch einen Satz zu der Syrien-Debatte? Ich halte sofort die Luft an. Ja. Darf ich da noch einen Satz hinzufügen? Ich will das, was hier ausgetauscht wurde in Argumenten, mit einem anderen Punkt belegen. Wer glaubt, dass man das Phänomen islamischer Staat dadurch bekämpfen kann, dass man sich mit dem Massenmörder Bashir Assad verbindet, der begibt sich auf einen Holzweg. Richtig. Und ich glaube, das wissen auch kluge Leute in Washington. Mhm. Das wissen nicht nur kluge Leute hier in Berlin. Und das ist ein weiterer Grund dafür, dass ich fürchte, dass einer engen Zusammenarbeit zwischen Washington und Moskau in Sachen Terrorismusbekämpfung in Syrien gewisse Grenzen gesetzt sind. Putin hat andere Ziele, als wir sie haben. Mhm. Er hat bisher alles getan, um das Regime Assad mit seinen Begründungen und Argumenten zu erhalten. Das muss man zur Kenntnis nehmen. So, das wollte ich nur noch mal sagen. Da ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, es wäre ein dramatischer Fehler für den Westen, für die USA. Das müssen die selber entscheiden. Aber für uns wäre es ein dramatischer Fehler und wir sollten diesen Weg niemals mitgehen. Mhm. So, den islamischen Staat zu bekämpfen unter Einbeziehung von Assad. Okay. So. Wichtige Frage jetzt noch in dieser Runde und an diesem Tag. Vormachtstellung der USA. Wird die USA weiter die wichtigste Schutzmacht für den Westen sein, für Europa sein? Ja, damit sind wir auch bei der Oder sind wir bei der aufgefordert, uns die eigenen Gedanken zu machen? Also eins, ich will mal zwei Punkte machen. Erstens, es ist historisch und politisch natürlich auf Dauer nicht tragbar und auch nicht begründbar, dass 500 Millionen Europäer die
strategischen Fragen ihrer Sicherheit nach Washington outsourcen. Mhm. Das haben wir jetzt über Jahrzehnte gemacht. Und ich glaube, es ist... Heißt mehr Verantwortung. Es ist heißt wichtig, mehr Verantwortung es ist automatisch. Wichtig, dass wir mehr tun, um für unsere eigene Sicherheit zu sorgen. Bedeutet das, die Frage haben Sie mir vorhin gestellt, bedeutet das, dass jetzt der Griff zur Atombombe ansteht? Dazu will ich nur sagen, wer in Deutschland diese Debatte versucht anzuzetteln, der macht einen großen Fehler. Der macht einen großen Fehler. Also das Letzte, was wir jetzt brauchen, wir Deutschen, ja, nach dem, was im 20. Jahrhundert passiert ist, nachdem die Bundesrepublik Deutschland vor 4 Jahrzehnten im nuklearen Nichtverbreitungsvertrag auf den Besitz und den Erwerb von Nuklearwaffen verzichtet hat, dann haben wir diesen Verzicht im 2+4-Vertrag noch einmal feierlich, vertraglich bekräftigt. Wir können, dürfen und werden hoffentlich niemals diese vertraglichen Verpflichtungen brechen. Mhm. Jetzt taucht die Frage auf. Wenn die Briten ausfallen, weil sie rausgehen aus der EU, stehen im Grunde genommen nur noch Deutschland und Frankreich zur Verfügung. Also noch existiert die NATO. Und ich sehe absolut keinen Grund, jetzt daran zu zweifeln, dass die nukleare Schutzfunktion, die die USA uns bisher gewährt haben, dass die jetzt plötzlich in sich zusammenfällt. Die Vorstellung, dass sozusagen die bescheidene französische Nuklearmacht auf Deutschland erstreckt werden würde, die ist ohnehin illusorisch. Wenn überhaupt, müsste dann diese nukleare Funktion ja auf die ganze EU erstreckt werden. Wieso soll Frankreich jetzt ausgerechnet nur Deutschland, aber nicht Polen und nicht Belgien schützen? Kann Frankreich das? Will Frankreich das? Also ich habe über diese Fragen schon vor 20 Jahren mit den Franzosen gesprochen. Ich war dabei, als Helmut Kohl mit Präsident Mitterrand mal über diese Fragen redete. Ich halte es für eine totale Illusion, zu glauben, dass das ein Weg wäre. Dafür fehlt es an allem, wie man so sagt. Das heißt, wir haben im Augenblick die Aufgabe, erstens an der NATO als nuklearen Schutzziel festzuhalten, selber als Europäer aber mehr zu tun in den Bereichen, in denen wir was tun können, nämlich unsere militärische Handlungsfähigkeit, unsere Fähigkeit, gemeinsam zu entscheiden, militärisch überhaupt agieren zu können. Da können wir nachrüsten, da können wir mehr gemeinsam tun. Und das passiert bitteschön nicht nur durch mehr Geld ausgeben im Verteidigungsbereich, das müssen wir wahrscheinlich auch machen, aber wir können als 27 oder bisher 28 EU-Mitglieder viel Geld sparen, wenn wir endlich die Kleinstaaterei im Verteidigungsbereich aufgeben. Und jeder europäische Kleinstaat hat seine eigene Generalstabsakademie. Okay. Jeder kauft seine Panzer allein. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, jetzt sind wir schon beim Panzereinkaufen. Wer hätte gedacht, dass die Sendung so endet? Ja. Aber wir müssen zu einem Punkt kommen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen. Und zwar bei Ihnen allen für diese Runde an einem sehr aufregenden Donnerstagabend. Hoffe, dass Sie trotzdem gut in die Nacht kommen. Bei Markus Lanz sitzt jetzt Markus Söder unter anderem. Ich irre nicht, ich weiß das. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder, 22:15 Uhr, danke, wenn Sie mögen. Tschüss, bis dahin. Ciao.